Mein Name ist Luzi Wagner. Meine Großmutter hat mit den Schorn zusammengelebt, bevor sie verstarb. Gib mir eine Chance auf Verzeihung. Ich habe Angst um dich. Die Maske der Vergangenheit von Antonia C. Wesseling. Hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Sie ist immer da für mich. Ich glaube, so geht das Lied. Ihr kennt es vielleicht, denn ich möchte euch heute die Bücher vorstellen von Conny. Und zwar sind die geschrieben worden von Dagmar Hosfeld, sind im Carlsen Verlag erschienen, kosten 12,90 Euro und haben mein Herz erobert. Gruselig ist ein bisschen, dass ich gerade nachschauen musste, ob ich dieses Video schon mal gedreht habe auf meinem Kanal, weil ich oft überlegt habe, darüber eine Buchrezension zu drehen, aber anscheinend habe ich es noch nicht getan. Deswegen werde ich es jetzt nachholen. Ich habe ja schon in meinem Must-Have-Sommerfavoriten-Video diese Bücher einmal kurz in die Kamera gehalten. Dachte mir, ich drehe jetzt mal wirklich eine ausführlichere Rezension dazu. Es gibt bis jetzt 3 Teile davon. Ihr habt vielleicht Conny schon, vielleicht kennt ihr Conny schon aus eurer Kindheit. Also ich zumindest habe sie, glaube ich, seitdem ich 3 Jahre alt bin, gelesen bzw. vorgelesen bekommen. Ich habe sie als Hörbücher gehört. Ich habe Filmchen geguckt, also diese kleinen Animationsfilme oder Zeichentricksblendungen, die habe ich von Conny geschaut. Also ich habe es einfach immer total geliebt. Früher wurden die Bücher von Julia Böhme geschrieben, also zumindest die kleinen Conny-Bücher werden, glaube ich, heute immer noch von ihr geschrieben. Aber die große Conny wird mittlerweile von Dagmar Hosfeld geschrieben und die möchte ich euch jetzt vorstellen, weil besonders die mir total gut gefallen und sie dazu beigetragen haben, dass ich dieses Mädchen mit der roten Schleife und dem rot gestreiften Oberteil, was ich mir gerade extra für euch angezogen habe, total geliebt habe. Auch meine Mutter und meine Schwester haben diese Bücher wirklich total gern gehabt. Und damit es keiner von euch verpasst, dass es dazu auch Bücher gibt, wo Conny älter ist, drehe ich das jetzt einfach mal. Und jetzt fange ich auch mal wirklich an. Ich möchte euch erstmal den ersten Teil vorstellen. Mein Leben, die Liebe und der ganze Rest. Conny ist 15 Jahre alt, beziehungsweise hat gerade ihren 15. Geburtstag. Es fühlt sich aber alles an wie immer. Sie hat das Gefühl, sie ist gar nicht älter geworden. Sie hat auch das Gefühl, ihre Freundinnen haben sich verändert, ganz andere Interessen. Da sind noch Klamotten, da sind noch Jungs, Partys, Alkohol. Sowas spielt eine Rolle und natürlich auch das erste Mal. Vielleicht habt ihr gesehen oder gemerkt jetzt, dass Conny etwas reifer geworden ist. Das hätte mir auch besonders gut gefallen. Was ich total toll fand, das möchte ich auch mal erwähnen, ist, dass Conny einfach nicht so ein klischeehaftes, tolles Topmodel-Mädchen ist. Conny trägt Konfektionsgröße 40. Das wird im ersten Teil erwähnt, was ich wirklich total gut fand, weil normalerweise ist es immer so, dass in Serien oder Büchern die Protagonisten 34, 36 tragen, groß sind, 1,75 Meter und kleine Füße haben, schlank, okay, das habe ich jetzt schon gesagt, lange Haare haben, keine Brille, keine Pickel und keine Makel. Und Conny ist einfach genau so, wie man sich ein Mädchen einfach vorstellt, das Mädchen von nebenan. Und genau das macht sie einfach so sympathisch. Ihre Freundinnen lieben Conny so, wie sie ist und der Leser liebt sie auch. Und ich finde, dass die Bücher wirklich gute Laune machen. Wenn es mir nicht so gut geht, lese ich solche Bücher. Also ich greife wirklich zu solchen Büchern gern, die einfach sind zu lesen, die man wirklich so weglesen kann mit viel wörtlicher Rede und die lustig sind. Also da sind zum Teil Sprüche auch drin, wo man mal so schmunzeln muss. Und das zieht sich auch wirklich durch die ganze Reihe. Also ich kann gar nicht sagen, welches Buch mir davon am besten gefallen hat. Es kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres wieder ein neues raus. Es sollte dieses Jahr das nächste Buch rauskommen. Aber ich bin in Kontakt mit der Autorin. Und die Autorin hat auf Facebook geschrieben, dass sie momentan an dem 4. Teil schreibt. Und ich habe ihr gesagt, sie soll sich etwas beeilen, weil ich und ein paar Freundinnen von mir ganz dringend darauf warten, dass dieser 4. Teil endlich erscheint. Und ich habe eigentlich gehofft, dass er in diesem Sommer kommt. Aber was sollen wir machen? Wir freuen uns jetzt ganz gespannt auf diese Bücher. Ich halte sie mal richtig rum. Ich halte sie mal auch mal für euch in die Kamera. Ich glaube, das ist jetzt die... Ja, so ist die richtige Reihenfolge. Erster, zweiter und dritter Teil. Wie gesagt, im ersten Teil geht es um Connys Geburtstag, dass sie sich anders fühlt und dass sie, beziehungsweise sich nicht anders fühlt. Und dass sie ihre Beziehung zu ihrem Freund Philipp wird auch noch so klar, also wie sie so, den kennt man glaube ich schon so aus den jüngeren Büchern, also Philipp, ihr, am Anfang ist er glaube ich nur so ein enger Freund von ihr, aber irgendwann wird er auch zu ihrem festen Freund und ja, hier sind die beiden halt auch zusammen
erleben die ersten Liebesgeschichten so zusammen. Und Freundschaftsgesang, das hat mir in dem Buch gefallen, weil es einfach so, ja, mal so unterlesen ist. In dem Buch geht es um, obwohl das kann ich euch gar nicht so genau sagen, weil dann spoiler ich. Ich kann euch so sagen, das sind halt alles drei Sommerbücher. Ich habe sie auch immer im Sommer gelesen. Hier geht es halt um die Sache im Sommer ohne Jungs. Also kann man im Sommer ohne Jungs sein. Und Conny hat einen neuen Job. Ich würde euch empfehlen, diesen Klappentext nicht zu lesen, wenn ihr noch das erste Buch noch nicht gelesen habt, weil ihr euch da so voll spoilert. Und das wäre ja schade. Ich merke einfach, eigentlich bin ich gar nicht für Rezensionen geschaffen. Ich plappe entweder zu viel oder zu wenig. Also wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr sagt, lasst es in Zukunft, lasst es in Zukunft. Erzähl uns irgendetwas anderes, aber nicht über Buch, gib uns keine Reviews zu Büchern. Dann tue ich es trotzdem. Mal schauen. Okay, wir sehen uns jetzt das nächste Mal wieder, zumindest hoffe ich das. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen, sonnigen, lesestarken